So, zu dem Sender habe ich jetzt noch auf Anfrage noch einen Schaltplan gemacht. Und das wird der Schaltplan vom ganzen Sender. Als erstes haben wir den Oszillator. Den sollte ich noch etwas schirmen. Ich habe hier mal eingezeichnet, was geschirmt werden sollte. Der Oszillator arbeitet mit einem 10 Kiloohm Widerstand, also mit einem Potti. Damit kann man die Frequenz einstellen, etwa plus minus 2 MHz bei 7 MHz. Er wird über 10 Kiloohm auf Basis gelegt. Basis über 2,2 N auf Masse. Der Transistor arbeitet in Basisschaltung. Der Schwingkreis besteht aus der Spule, 32 Windungen, Durchmesser 1 cm und ein 120 PF Kondensator. Ist mit 100 Ohm auf Masse. Und die 0,68 μF dienen dazu, die Stromversorgung zu stabilisieren. Die Schaltung wird mit 5 Volt versorgt, zum Beispiel durch einen 5 Volt Festspannungsregler. Nach dem Oszillator geht es weiter durch einen Trimmer 5 bis 40 PF auf die Pufferstufe, die verstärkt das Signal. Geht auf die Basis auch wieder eines PC547Cs mit der Masse. Basis ist mit 100 Kiloohm auf Kollektor, weil der Signalpegel noch zu gering ist, um die auf Class C richtig anzusteuern. Der Transistor arbeitet auf eine Spule mit 10 Windungen, 1 cm Durchmesser auf plus 5 Volt. Das wäre der Puffer, der den Oszillator vom Rest ein bisschen abkoppeln sollte. Das Ganze geht über einen 390 PF Kondensator auf den Emitter eines PC547Cs, die Basis auf Masse. Es dient dazu, die negativen Signalflanken kurz zu schließen, dass die positiven Signalflanken höher werden, dass die nachfolgenden Transistoren mit fast Rechteck angesteuert werden können. Also ich mach hier quasi damit ein fast Rechtecksignal. Die zwei Transistoren werden jetzt mit fast Rechtecksignal angesteuert. Also die schalten auch wieder, die sind zwei Transistoren parallel, weil die beiden parallel bringen schon fast ein halbes Watt an HF-Leistung hier am Ausgang. Wieder eine Spule 10 Windungen 1 cm Durchmesser, aber diesmal auch direkt auf plus 12 Volt. Also die arbeiten direkt auf 12 Volt, werden angesteuert vom Puffer und liefern dann etwa ein halbes Watt HF-Leistung hier am Ausgang. Über 2,2 N wieder abgekoppelt, die 12 Volt Stromversorgung über 100 N Kondensator wieder stabilisiert. Danach geht es weiter an den eigentlichen Leistungsteil, an die Endstufe. Das Signal geht direkt auf das Gate vom IRF510. Das Gate wird aber mit einer Vorspannung betrieben über einen 10 Kiloohm Widerstand und einen 10 Kiloohm Potti auf 5 Volt, ganz wichtig. Die 5 Volt, die stabilisierten 5 Volt. Und das Potti wird etwa halb bis dreiviertel aufgedreht. Das wird eigentlich, ohne dass der Sender angeschlossen ist, werden 5 mA rein Strom eingestellt. Also hier messen oder hier zwischen dir das 12 Volt messen, bis hier 5 mA fließen. Das Potti wird einfach nur auf 5 mA eingestellt, sodass der MOSFET gerade anfängt zu leiten. Wenn dann das Signal kommt, kann er voll durchschalten. Auch wieder eine Spule, 10 Windungen, Durchmesser 1 cm. Er schaltet hier 12 Volt richtig auf die Spule drauf. Also 5 mA Drehstrom ohne Sender. Dann das HF-Signal hier hat jetzt schon etwa 5 Watt, ist aber noch fast Rechteck, weil der auch fast mit Rechteck angesteuert wird. Von der vorhergehenden Stufe. Der 2,2 N Kondensator trennt das Ganze gleichstrommäßig vom Plus. Und dann die 9 Windungen, 1 cm, das gehört jetzt schon zur Antennenanpassung zum Pi-Filter. Hier habe ich 9 Windungen auf 1 cm Durchmesser, einen 680 PF Kondensator auf Masse, dann 16 Windungen mit 1 cm Durchmesser, 680 PF auf Masse, und 12 Windungen 1 cm Durchmesser und wieder 680 PF auf Masse. Und dann habe ich hier einen 50 Ohm Antennenausgang, der 5 bis 15 Watt liefert. Je nachdem, wie genau das alles eingestellt ist, wobei von der Leistung her müsste man das noch verbessern können. Wichtig ist, den MOSFET ein bisschen zu kühlen, der wird etwas warm. Ein kleines Kühlblech reicht, aber da er nicht viel Verlustleistung hat, er hat so einen ganz guten Wirkungsgrad.
Ich möchte aber gerne noch mehr Leistung. Daher gefällt mir das noch nicht so sehr. Wenn man das Ganze einmodulieren würde, dann müsste man einfach nur die plus 12 Volt hier modulieren. Bei der Modulation muss man aber so viel Leistung aufwenden, wie die Sendeleistung entspricht. Das heißt, wenn man einen 5 Watt Sender hat, sollte man hier eine 5 Watt Audio Endstufe mit 5 Watt die Spannung am MOSFET modulieren. Damit könnte man auch einen AM-Sender bauen. Der MOSFET schaltet mit Rechteck, also nicht linear. Aber wenn man hier ein lineares Audiosignal einspeist und die Betriebsspannung quasi moduliert, dann dürfte man auch ein ziemlich lineares Ausgangssignal bekommen. Hier die 680 PF, die drei Kondensatoren mit den drei Spulen dienen dazu, weil hier ein Rechtecksignal ist. Ein Rechtecksignal besteht aus vielen Frequenzen und die dienen als Filter, dass wirklich nur das 7 MHz Signal hier durchkommt und nicht noch 14 MHz, 28 MHz und so weiter, da der hier am Ausgang alle möglichen Frequenzen erzeugt. Daher werden die 7 MHz mit einem Pi-Filter ausgefiltert, dass man beim Antennenausgang wirklich nur mit 7 MHz auf die Antenne geht und nicht mit 14 oder 21 oder so. Den Pi-Filter habe ich nicht berechnet. Es gibt Programme im Internet zum Berechnen von Pi-Filtern. Daran habe ich mich in etwa orientiert, aber der Einfachheit halber dann einfach 680 PF-Kondensatoren genommen und die Windungen angepasst, dass es einigermaßen stimmt. Normal sollte man ihn anders aufbauen, aber ich wollte die Schaltung dann noch schnell fertig bekommen. Ich habe ziemlich lange rumgespielt dran. Ich werde ihn noch weiter verbessern und da wird dann noch ein Video folgen. So, ich hoffe, euch hat es gefallen. Oszillator, Puffer, Treiber, dann geht es hier weiter. Und die Endstufe. Das hier abklemmen, 5 mA einstellen an Strom und dann wieder anklemmen. Dann müsstet ihr schon richtig senden und den bisschen kühlen. Ansonsten müsst ihr alles ziemlich selbsterklärend sein. Ja. Wenn die Ausgangsleistung nicht passt, dann kann man hier mit den Bindungen noch etwas variieren. Ja. Und den hier mit dem Gehäuse keinen Kondensator auf Masse machen oder so, weil der MOSFET hat zwischen 3 und Source schon einen Kondensator. Wenn man hier 3 mit Kondensator auf Source schließt, verschlechtert man das Signal wieder. Dann nehmen die Oberwellen zu. Also besser so lassen, wie es ist.